Hey, was geht ab? Mein Name ist Till, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. IK Multimedia schenken uns Neve Channel Strip und den gucken wir uns jetzt an. Let's go! Dem einen oder anderen sollte ja die T-Rex-Serie von IK Multimedia schon bekannt sein. Den EQ 81, also ein Neve 1081 Channel, gibt es natürlich schon eine Weile. Aktuell wird das aber verschenkt und zwar bis zum 14. Februar 23. Dieses Jahr, was wir haben, ist 23. Wenn du das hier in der Zukunft siehst, check doch mal, vielleicht gibt es das auch gerade kostenlos oder nicht. Den Link zu dem Plugin findet ihr hier unten in der Beschreibung. Wenn du neu hier bist oder es aus irgendeinem Grund noch nicht getan hast, dann lass doch gern ein Abo da und drück die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Gucken wir uns das Plugin an, let's go! Ich habe hier mal wieder was sehr, sehr Schönes eingesungen. Ich habe natürlich auch direkt Autotune benutzt, damit das nicht ganz so furchtbar klingt. Wir hören uns das erstmal ohne den EQ an. La 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 la. Ja, und das ist mit dem SM7B aufgenommen und alles noch so ein bisschen dumpf. Das heißt, da können wir auf jeden Fall mit einem EQ was machen. So sieht das schöne Ding aus. Wie gesagt, T-Rex EQ 81, also ein 1081 Model. Und hier haben wir als allererstes eine Funktion, die man bei der Hardware-Version nicht hat. Und zwar können wir hier auf MS wechseln und können auch nur die Seiten und nur die Mitten, beziehungsweise nur links und nur rechts bearbeiten, und über den Reset können wir immer alle Einstellungen, egal was wir hier machen, direkt zurückspringen. Außerdem haben sie hier diese vier Speicherplätze, wo man also irgendwas einstellen kann und sagen, ah, vielleicht klingt es aber anders, dann macht man das so und kann hier immer den Vergleich haben und rumspringen. Außerdem können wir hier das Setting A kopieren und dann sagen, wir wollen das gleiche Setting auf D haben. Und dann können wir hier von A nach D springen. Ihr seht, es ist das gleiche Setting. Wenn ich jetzt das aber bearbeite, weil ich sage, ah, ich will hier vielleicht Kleinigkeiten ändern, dann genau, dann haben wir das gleich so abgespeichert. Finde ich ziemlich cool. Reset macht alles wieder zurück, aber diese bleiben natürlich. Und dann haben wir hier den Preamp. Ja, also mit diesem schönen Regler, der ja auch sehr an Neve erinnert, können wir also mehr Signal in den Preamp schicken, beziehungsweise in das Gerät reinschicken, und können hier auch zwischen Line und Mic wechseln. Was sie nicht haben, ist ein Auto-Gain. Das bedeutet, man muss hier immer mit dem Out wieder gegen pegeln. Und was ich nicht verstehe, ist, warum sie hier minus 10 ranschreiben und hier nicht. Das heißt, hier muss man so ein bisschen die Punkte zählen oder sich darauf verlassen, dass man das so einigermaßen hinkriegt. Wenn ich jetzt hier 10 dB booste mit dem Line, dann sollte ich hier auch 10 dB wieder wegnehmen, damit wir einfach ja das gut einschätzen können, wie das Signal auch ja in echt klingt und nicht, dass es einfach lauter ist. Ihr wisst, lauter macht oft, dass wir erstmal denken, das ist auch besser. Dann haben wir hier für die Tiefen ein Shelf-EQ. Das heißt, wir können hier sagen, okay, bei 330 Hertz will ich eine Shelf, also dann kann ich den boosten oder den zurücksetzen. Dieses Rad ist hier also für die Lautstärke, und wir können auch ein Bell, in eine Bell umswitchen. Das Ganze würde also einmal so aussehen, wenn wir jetzt eine Bell haben bei 330 oder Shelf boosten oder absenken. Dann geht es weiter hier mit dem mittleren, unteren Mitten. Hier können wir uns also aussuchen, Frequenzen zwischen 220 bis 1200, und hier wieder das Gleiche. Wir können hier das boosten oder absenken, und hier gibt es diesen High-Q, der macht, dass das Band, was hier aktuell relativ breitbandig ist, wesentlich schmalbandiger wird. Das heißt, hier kann man sehr, ja, kann man es benutzen, um einfach erstmal rauszuhören, okay, wo bin ich da und was will ich rausziehen oder dazunehmen. Oder man kann auch, wenn man einfach
ja, bestimmte Frequenzen sehr schmalbandig boosten oder absenken will, kann man das damit auch machen. Aber ja, auch für den Workflow ist es gut, hier bin auf High-Q zu stellen, das Ding ordentlich zu boosten und dann erstmal zu gucken, ah, wo bin ich? Und wenn ich merke, hier 820 mag ich nicht so, dann kann man hier ein bisschen was rausnehmen und den High-Cut wieder aus oder dazu, je nachdem, was denn auch besser klingt. Wir haben hier dann die, ja, die oberen Mitten. Das gleiche Prinzip. Hier haben wir wieder die Lautstärke-Regelung. Hier haben wir den Hi-Q. Hier können wir also zwischen 1,5 und 8,2 Kilohertz entscheiden, wo wir arbeiten wollen. Und dann gibt es hier noch ein Shelf für die Höhen, also ein High-Shelf. Und den können wir ab 3,3 Kilohertz benutzen bis 15 Kilohertz und hiermit boosten. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass hier so ein Bell angezeichnet ist, währenddessen hier ja wirklich der Shelf ist. Und wenn ich hier drauf drücke, ändert sich das auch nicht. Das hätten sie, glaube ich, ein bisschen cooler machen können. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum das so sein soll. Mit dem Shelf können wir also hier ordentlich boosten. Oder auch den Bell-Filter benutzen. Dann haben wir einen An-Ausschalter. Auch eine gute Sache. Wir können den EQ einzeln an- und ausstellen. Wenn wir zum Beispiel nur den Preamp benutzen wollen, könnte man sagen, okay, ich nutze nur den Preamp, EQ an bzw. aus. Und wir können hier die Phase auch nochmal drehen. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Filter, wo wir also ein Low-Cut bzw. ein High-Cut setzen können. Und ja, das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Es gibt ein paar coole Presets und ich würde sagen, hören wir uns das Ganze mal einmal in live an. La 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 la. Und als erstes, finde ich, könnte man hier noch ein bisschen Färbung haben. La 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 la. La 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 la. Ja, und ihr hört auch, wenn es jetzt Solo ist, dass da einfach Obertöne dazukommen und sich dadurch das Signal wahrscheinlich dann auch im kompletten Mix später besser durchsetzen kann. Gefällt mir ganz gut. Hier wieder gegengeregelt, dass wir diesen Boost nicht haben. Dann, hier glaube ich, dass wir den nicht brauchen, beziehungsweise hier könnte ich mal gucken, ob wir vielleicht bei 180 oder sowas rausnehmen. La 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 la. Weiß ich gar nicht, ob mir das gefällt. La 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 la. Ja, wir können auch hier ab 180 ein bisschen mit dem Shelf arbeiten. La la la. Dann würde ich denken, mit dem unteren Mittenband können wir mal bei 220 gucken, ob wir da was rausnehmen. Also jetzt High-Q, ich booste das. La 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 la. Ja, und damit, wir hören schon, das wird ein bisschen offener, das ganze Signal. La la la. Hört ihr auch die Sirene im Hintergrund? Ist ja witzig, habe ich bei der Aufnahme nicht mitbekommen. So, dann haben wir hier also die Höhen. Ich würde mal sagen, vielleicht so bei 3,9 Kilohertz was reindrehen. La 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 la. La 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 la. Ja, gefällt mir erstmal. Und dann will ich hier noch ein paar schöne seidige Höhen. La 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 la. Und ja, ich glaube, so kann man erstmal damit arbeiten. Vielleicht nehmen wir hier noch einen Cut. La 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 la. 100 ist auf jeden Fall zu viel, da geht zu viel verloren. Hört nochmal. La 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 la.
denke, auf 82 ist ja ganz cool. Hier ein High-Cut, glaube ich, will ich nicht haben. Machen wir mal den EQ an und aus. La 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 la. Und vielleicht ist sogar ein bisschen zu wenig Body jetzt drin. Ich kann es immer schlecht über Kopfhörer einschätzen. La 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 la. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ein sehr, sehr nices Plugin. Gerade kostenlos ist es natürlich noch viel nicer. Wie gesagt, bis zum 14.02. habt ihr Zeit, euch das runterzuladen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch mehr Plugins wollt und die auch noch kaufen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Affiliate-Links nehmt. Dann kriege ich ein kleines bisschen von dem ab, was ihr da ausgebt, und kann hier weiter den Strom für die Videos zahlen. Wenn dir das Video gefallen hat und du ihn nicht mehr brauchst, lass gerne deinen Daumen hier. Am besten natürlich nach oben. Wenn du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich auch, wenn du auf Abonnieren und die Glocke drückst. Und ansonsten würde ich sagen, heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann!